Gillette is back auf YouTube und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Namen des Clan Channel. Und heute habe ich mal richtig krasse Infos für euch, denn Custom Maps wurden geleakt. Das heißt, ihr könnt in BO3 eure eigenen Maps erstellen und zocken. Im Hintergrund seht ihr auch ein Gameplay dazu. Ist auch eine Custom Map, da läuft der Typ so ein bisschen rum. So ein bisschen hier, ein bisschen da, ihr wisst Bescheid. Und ich muss euch echt ein paar Dinge sagen, was ich von diesen Custom Maps halte. Und ich würde sagen, bleibt bis zum Ende dran und lasst jetzt schon mal ein Like da und natürlich ein Abo auf dem Clan-Channel. Das wäre richtig korrekt von euch. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Channel da. Ich fange jetzt einfach mal an. Custom Maps finde ich persönlich extrem geil, weil, Leute, ihr könnt im COD eure eigene Map erstellen und die dann zocken mit eurem Kumpel oder was weiß ich. Und allein diese Idee dahinter ist einfach super geil, weil man kann richtig kreativ sein und richtig geile Maps bauen. Und ich finde es echt wieder gut, dass das wieder da ist, denn in BO2 gab. Ich denke nicht, und die letzten Teile waren jetzt auch nicht die besten und da gab es sowas einfach nicht. Und ich persönlich vermisse das extrem, dass es sowas jetzt die letzten Teile nicht gab. Aber jetzt ist es ja wieder da in BO3 und ich finde auf jeden Fall, dass BO3 endlich mal ein, naja, recht gutes COD geworden ist seit den letzten Teilen, weil ich muss echt sagen, AW und so war jetzt nicht so mein Ding, aber ihr entscheidet ja selbst, wie das COD für euch ist. Und ich würde sagen, hatet es nicht, bevor es raus ist, und feiert es auf jeden Fall. Denn Custom Maps sind extrem geil. Ich bin hier gerade vom Thema abgekommen, aber ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall lasst ein Like da und ein Abo. Und ich würde sagen, schaut euch noch das Gameplay an, wenn es euch so interessiert. Also wie die Maps so aufgebaut sind, beziehungsweise wie das Gameplay so ist da auf der Custom Map. Und ich würde sagen, Gillette ist wahrscheinlich back von you.